Skandal. RTL muss Pietro rausschmeißen. Und außerdem gibt's noch die letzte goldene CD bei DSDS. Das alles und noch einiges mehr gibt es mittlerweile schon in der 7. Ausgabe der Castings von Deutschland sucht den Superstar 2024. Und ich werde es natürlich wieder kommentieren, parodieren und analysieren. Hallo, ich bin Alex und ihr wundert euch bitte nicht, dass ich ein bisschen dicker aussehe als sonst. Ich habe hier nämlich eine Wärmflasche drunter, weil ich ein bisschen Bauchweh habe. Ich bin heute Morgen aufgewacht und hatte Bauchschmerzen und tierischen Durchfall. Aber kein Problem, kein Mitleid, wird schon wieder besser. Und außerdem wollte ich es mir sowieso nicht nehmen lassen, euch diese Folge von DSDS natürlich zu zeigen. Und falls ihr die in voller Länge sehen wollt oder sogar schon vor TV-Ausstrahlung, kein Problem, könnt ihr immer auf RTL Plus. Das ist immer einer der ersten Links in der Videobeschreibung. Über Pietro sprechen wir ausführlich und gleich. Erstmal schauen wir uns den ersten Kandidaten der Castings an und der ist sehr bemalt, auch im Gesicht. Tattoos im Gesicht, weiß ich, dass das ist ein Commitment. Wenn du das machst, dann ist der Zug auch ein bisschen abgefahren. Ich mache das einfach nur, weil es mir selber gefällt und fertig. Wenn ihr mögt, könnt ihr mir jetzt schon mal direkt, ich weiß, ich frage das in letzter Zeit häufiger, aber mal in die Kommentare schreiben, was ihr von Tattoos im Gesicht haltet. I'm in the gym and the gym is surrounded with cops. Ich muss persönlich sagen, ich finde es selten schön, aber grundsätzlich ist meine Haltung immer, letztlich habe ich mich da nicht einzumischen, es ist der Körper eines anderen und wenn der das schön findet, dann soll er es halt machen. Aber es ist jetzt nicht unbedingt für mich und ich bin leider auch immer noch nicht tätowiert. Irgendwann mache ich das aber mal und bis dahin gucken wir uns mal an, warum der Kandidat eigentlich tätowiert ist und ob das was bedeutet. Meine Familie bedeutet mir alles. Ich habe das Hochzeitsdatum von meinen Eltern hier tätowiert. Die 4 steht für ja, Mama, Papa, meine Schwester und mich. Also meine Familie ist für mich alles. Also ich liebe diesen Zusammenhalt und ich finde das irgendwie auch, es ist ein schönes Symbol. Aber das Hochzeitsdatum seiner Eltern hier an der Lippe zu tätowieren, verstehe ich jetzt trotzdem auf den ersten Blick nicht. Und man stellt sich natürlich die Frage, also er hat es ja in gewissem Sinne auch für seine Eltern gemacht. Aber finden die das überhaupt cool? Wer ist der Coolste hier? Du nicht. Ich habe immer gesagt, bitte nicht zupflastern das Gesicht. Aber es ist ja sein Gesicht. Meine Eltern bedeuten mir alles. Die wissen alles von mir. Von schlimmen Sachen bis guten Sachen, also die beste Kumpels quasi, ne? Muss man auch einfach mal so sagen. Naja, aber trotzdem muss ich sagen, ich finde ihn auf jeden Fall sehr sympathisch und er darf sich natürlich dementsprechend auch der Jury vorstellen und er hat bei Dieter vielleicht einen kleinen Heimvorteil. Wir wissen ja schon, der mag Norddeutsche. Vielleicht sollte ich also auch irgendwann mal zu DSDS. Moin, was heißt hier Moin? Moin, ja, komm aus dem Norden, Mensch. Prima. Der lässt nicht los. Okay. Was ist das hier so? Das ist so ein Zeichen hier. Das ist ein Blitz. Weil ich so schnell bin. Ja, ich assoziiere mit Blitzen bei Tattoos jetzt oft nicht so viele gute Sachen, aber das ist bei ihm hoffentlich und glaube ich auch relativ offenkundig wohl nicht gemeint. Aber mir fällt gerade auf, er hat sich noch gar nicht vorgestellt, weil irgendwie, ich habe mir auch nirgendwo seinen Namen aufgeschrieben. Erstmal zu mir, ich bin Finn, ich bin 25 Jahre alt und mein Künstlername ist Sid79. Sid kommt tatsächlich vom Faultier aus Ice Age. Das soll mich nämlich daran erinnern, nicht faul zu sein. Interessanter Typ irgendwie, oder? Und ich mag den, glaube ich. Jetzt muss er nur noch singen können. Ich würde von seiner Sprechstimme her sagen, das sieht ziemlich gut aus. Und als er dann angefangen hat, ja, das hört sich auch gut an. Du hast mich angezogen, aufgezogen, großgezogen. Und wir sind umgezogen. Ich hab dich angelogen. Ich nehme keine Drogen. Und in der Schule war ich auch. Was eine Lüge. Irgendwie ist der Song perfekt gewählt, oder? Also sowohl inhaltlich wie von seiner Stimme. Ich mag auch diese kleinen Sachen, die er noch mit so reingepackt hat. Und ich glaube, seine Eltern, die sind auch sehr stolz auf ihn. Vielleicht wird er sich also irgendwann auch nochmal diesen Tag, wo er sich bei DSDS beworben hat, tätowieren. Aber dann vielleicht nicht im Gesicht, okay? Zu Hause. Wow. Bist immer nur du. Zu Hause. Bist immer nur du.
Oh, das hat mich jetzt überrascht, dass Dieter doch relativ schnell eingegriffen hat. Und dann gab es auch direkt das Juryurteil. Ich war jetzt ein bisschen nervös. Ich habe es ja leider schon ein paar Mal gesagt. Ich bin in dieser Staffel mit der Jury manchmal nicht so ganz zufrieden. Wir lassen allerdings Pietro mal den Vortritt. Über den müssen wir gleich eh noch ganz viel reden. Großer Mann. I got the golden touch. Große Stimme. Boah. Geiler Sound. Schöne Tiefen. Auch diese kleinen Quietscher, die du drin hast, sind so schön. Und das ist genau dein Genre, wirklich. Das ist, danke. Ich glaube, das kann auch hier keiner besser machen als du. Boah, Alter, hör auf! Wirklich, sehr danke. Gut gemacht. Alter, danke schön. Danke dir. Schönes Urteil. Offensichtlich mag Pietro den lieber als seine Frau Laura. Naja, bevor wir darüber sprechen, nochmal ganz kurz das Urteil von Dieter. Und der bringt es, finde ich, ziemlich gut auf den Punkt. Ich mag das, also jetzt verstehe mich nicht falsch, aber dieses bisschen versoffene, bröselige, raue in der Stimme, ja, das kommt ihm prima rüber. Danke. Also der Sound deiner Stimme ist einfach geil. Ja. Da kann man auch nichts dran ändern. Entweder man hat das oder nicht. Und man kann natürlich unheimlich viele Songs mit dir machen. Deshalb Feuer frei, also von mir aus ein klares Ja. Manchmal denke ich aber auch, wenn ich nochmal ein Superstar werden will, dann muss ich auf jeden Fall mehr Whisky trinken. Okay, aber jetzt wollen wir endlich über das Thema des Titels dieses Videos sprechen. Und zwar gibt es wohl Bestrebungen, dass Pietro nicht mehr bei DSDS gezeigt werden soll. Eventuell sogar komplett ausgelöscht, wie damals der Wendler. Eine große Zeitung mit 4 Buchstaben hat unter anderem geschrieben, neue RTL-Krisengespräche, jetzt wird's eng für Pietro. Und falls du gar nicht mitbekommen haben solltest, ja, was hat der Lombardi dann überhaupt angestellt? Das ist jetzt schon wieder ein paar Tage her, ist am 7. Oktober passiert, deswegen habe ich im letzten Video auch noch nichts dazu gesagt. Da wusste ich nämlich noch nichts davon, als ich es gedreht habe. Und zwar geht es um häusliche Gewalt. Weiter heißt es, Ermittlungen wegen Körperverletzung. Nach Bildinformationen gab es in der Nacht zum Montag einen Polizeieinsatz in der Lombardi-Villa in Köln. Ein Streit zwischen dem Sänger und Laura Maria Rüper soll eskaliert sein. Es geht um häusliche Gewalt. Laura rief die Polizei, kam mit ihrem 7 Wochen alten Baby in eine Klinik. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung gegen Lombardi, er hält sich aktuell bei einem Freund auf. Und das ist natürlich absolut krass. Es ist jetzt nicht so, dass schon irgendwie von der Ermittlungsseite endgültig bestätigt wurde, was passiert ist. Aber allein der Umstand, dass es diesen Vorwurf gibt, dass die beiden sich jetzt befristet getrennt haben und dass da aber auch noch ein 7 Wochen altes Baby involviert ist, also jetzt nicht in die körperliche Gewalt, aber grundsätzlich in die Beziehung, sorgt bei mir auch wirklich dafür, dass ich der Meinung bin, dass das hoffentlich gut untersucht wird, dass es hoffentlich Laura und dem Baby gut geht und dass ich leider, auch wenn es natürlich erstmal keine Beweise gibt, jetzt auf Pietro Lombardi schon ein bisschen anders blicke, was glaube ich auch einigermaßen nachvollziehbar ist. Nun ist es aber natürlich auch so, er ist ein wichtiger Teil von Deutschland sucht den Superstar, nicht nur in der Geschichte, sondern natürlich auch dieses Jahr wieder mal in der Jury und bisher hieß es eigentlich, RTL hält an ihm fest. Bis jetzt? Neue Krisensitzung nach Pietro Beben. Wie Bild erfuhr, gibt es erneute ernste Gespräche darüber, wie die Zukunft von Pietro bei RTL aussehen könnte. Und das wenige Stunden nach der Bildmeldung über Lombardis Verlobte Laura Maria Rüper, die am 7. Oktober mit Blutergüssen am Hals in eine Kölner Klinik eingeliefert worden war. Für RTL geht es um seinen Ruf als familienfreundlicher Sender, für Pietro um seine Karriere. Okay, und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, das mit dem familienfreundlich ist sowieso so eine Sache, aber RTL hat ja, ich habe das eben schon erwähnt, bei DSDS durchaus schon mal sehr drastisch reagiert. Damals, als der Wendler anfing, ein bisschen speziell zu werden, hat man ihn ja auch einfach komplett aus DSDS entfernt. Obwohl er bei den Castings dabei war und auch später noch, hat man ihn einfach wirklich rausgeschnitten und teilweise mit so Blitzen versehen und so. Ich fand das damals ein bisschen albern und ich frage mich auch, ob das nicht für diese Staffel auch sowas wie der Killer wäre. Die läuft, glaube ich, sowieso nicht so gut. Ich merke das hier auch ein bisschen auf YouTube. Auf der anderen Seite kann es natürlich sogar sein, dass das für sehr viel Aufmerksamkeit sorgt, weil dann viele Zuschauer wissen wollen, ja, wie machen die das denn jetzt mit Pietro? Ich weiß es natürlich nicht. Die Zeitung schreibt weiter, lässt RTL seinen Star doch fallen. Wer nach Bildinformationen ein gutes Wort beim Sender für ihn eingelegt haben soll, ist Chefjuror Dieter Bohlen. Er ist seit Pietros DSDS-Sieg 2011 ein enger Vertrauter, eine Art Vaterfigur. Dieser Mann hat immer an mich geglaubt, sagte Lombardi erst kürzlich zu Bild. Aber kann Dieter Pietro auch dieses Mal glauben? Bild kennt Bohlen und weiß, der Familienvater lehnt jegliche Form von Gewalt gegen Frauen ab und findet es sicher nicht gut, was Pietro getan haben soll. Okay, und ich bin ganz ehrlich, meine Meinung ist, ich würde wahrscheinlich aus RTLs Sicht schon
irgendwie abwarten, was jetzt dabei rauskommt. Aber ich würde mir zumindest schon mal überlegen, wie ich Petro eventuell aus dieser Staffel rausstreichen kann. Denn wenn sich das bestätigt, dass da häusliche Gewalt stattgefunden hat, dann ist das durchaus, wie ich finde, ein probates Mittel. Wenn ihr mögt, könnt ihr mir sehr, sehr gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Und ich verspreche euch natürlich, ich bleibe dran. Ich habe sowieso vor, diese Staffel DSDS bis zum bitteren Ende zu kommentieren. Und dementsprechend ist das natürlich auch ein wichtiger Teil davon. Wenn du das nicht verpassen willst, na, der übliche Hinweis, kannst du natürlich sehr, sehr gerne meinen Kanal abonnieren. Das würde mich so ganz nebenbei auch noch sehr freuen. Und dann können wir uns jetzt ja mal den nächsten Kandidaten anschauen. Der ist auch wieder eher Kategorie besonders. Hey, ich bin der Daniel. Servus, Grüezi und hallo. So, jetzt fangen wir an. 1, 2, 3. Mein Name ist Marin Daniel. Ich komme aus Rumänien. Ich bin 27 Jahre alt und ich bin in Deutschland seit 2019. Bis jetzt, ich arbeite als Kellner im wunderschönen Hotel. Also erstmal hallo Daniel, interessante Stimme, interessantes Outfit für einen Rumänen, der noch nicht so lange in Deutschland ist, aber auf jeden Fall krass gutes Deutsch. Und seinen Job und seine Arbeit im Hotel nimmt er auch sehr ernst. So ernst, dass er uns auch offensichtlich unbedingt einen Platz im Hotel andrehen möchte. Willkommen in Daniels Teleshop. Bevor er singt, hat er ein unschlagbares Angebot für uns parat. Unser Hotel liegt im Robertihof Einring. Genau, wir haben ein wunderschönes Wellnessbereich, Restaurant, dann können Sie bei uns Hochzeit, Geburtstag, alles, was Sie möchten. Schnell zugreifen, es gibt nur noch wenige Exemplare. Schön, ein bisschen habe ich das Gefühl, dass RTL da bei dem Ausblurren schon übt, wie sie das denn mit Pietro machen. Und ich habe immer so ein kleines bisschen das Gefühl, wenn da was geblurrt ist und da sind so hautfarbene Fetzen zu sehen, dann muss ich immer an Sportfilme für Erwachsene denken. Ob die in dem Hotel auch gedreht werden? Darüber spricht Daniel bei seiner weiteren Werbung jedenfalls nicht. Wenn Sie möchten, dann können Sie gerne bei uns zu kommen. Ich empfehle immer unsere Hotel, weil es ist wunderbar. Wir machen auch Musik für den Chef und also ja, viele mehr. Wenn du bei uns kommt, dann kriegst du von mir Rabatt 50%. Ist doch kein Problem. Ja, auch Daniel darf dann natürlich für die Jury, auch da verteilt er seine Werbung und redet komisches Zeug. Also teilweise habe ich zumindest das Gefühl gehabt, dass die Jury ihn nicht wirklich verstanden hat. Wobei ich auch nochmal sagen muss, sein Deutsch ist wirklich gut. Ich habe dein Foto mit Dieter Bohl bei euren Oberpall. Wie bitte was? In Oberpall. War ich? Ja. Ich? Sehr, sehr viele. Und wir haben ein Foto mit Ihnen. Sagt der Dieter ist da. Okay. Ich hab's. Gibt's das Foto? Wo ist das Foto? Ja, ich bei uns im Hotel mit Ihnen. Da war ich? Ja. Ich finde schön, dass Dieter sich offenkundig überhaupt nicht dran erinnern kann. Ne? Und Weichzeichner hin oder her, gleich als Dieter den Mund so halb öffnet, da merkt man, ja, er ist mittlerweile schon ein bisschen ein alter Mann geworden. Aber in Oberpall mit Herr Berger und Frau Eva Maria. Okay. Ja. Hä? Wer ist das? Kenne ich alle nicht. Okay, immerhin stimmt's aber, das ist doch schon mal was. Und Daniel liebt dann tatsächlich Volksmusik. Weiß ich jetzt auch nicht, was da in seinem Gehirn komisch verdrahtet wurde, nachdem er nach Deutschland gekommen ist. Und er singt dann was von Maria und Margot Helwig. Und ich glaube, viele von uns kennen dieses Lied, wenn sie schon ein bisschen älter sind. Und viele von uns hassen dieses Lied, auch wenn sie schon ein bisschen älter sind. Servus, Grüezi und hallo. Gute Laune sowieso, die Musik macht alle froh. Servus, Grüezi und hallo. Also positiv könnte man sagen, er macht eine gute Stimmung. Negativ könnte man sagen, er singt halt leider das falsche Lied. Und so großartig finde ich seine Stimme auch nicht. Aber sympathisch, das ist er immerhin. Servus, Grüezi und hallo. Gute Laune sowieso, die Musik macht alle froh. Servus, Grüezi und hallo. Servus, Grüezi und hallo. Okay. Okay, dann bin ich jetzt mal auf das Juryurteil gespannt, beziehungsweise erstmal auf die Nachfragen. Und ganz ehrlich, ne, in dieser Staffel würde es mich mittlerweile auch nicht mehr wundern, wenn der auch noch weiterkommt. Vielleicht kriegt irgendjemand aus der Jury dafür ja einen gratis Hotelgutschein. Du singst aber ganz schön hoch, ne? Ja, weil ich bin Sopran. Ich singe in der Kirche, ich meine, der Religion ist orthodox und wir haben unseren Chor. Und ich bin Sopran-Tenor. Ja, und genau deswegen darf er auch noch was singen. Oh mein Gott, wer hat sich das denn überlegt? Und ich habe doch schon Bauchschmerzen. Ich will doch nicht auch noch kaputte Ohren. Ich will nicht mehr. Es kommen Lauwein, der Wurm aus der Stadt, ein Madel vom Landes,
verfallen. Schön. Und ich muss sagen, den Song eben fand ich noch irgendwie okay. Da könnte ich mir noch vorstellen, mit 3 Promille Pass. Ich glaube, für diesen Song brauche ich 17 Promille. Und ich denke, da ist man dann schon zweimal tot. So, Abuchen ist es, seine fossige Hut. Ich frag mich, was fällt denen ein? Ein bisschen gellende Hut. Okay, jetzt das finale Urteil. Sehen wir Daniel nochmal im Recall? Bitte nicht. Lieber Gott, falls es dich tatsächlich geben sollte, lieber nicht. Ich mag hohe Stimmen, ja. Aber es klingt so wie DJ Ötzi, als wenn sie dem die Eier weggerissen haben. Das ist... Leute, die auf sowas stehen, werden das feiern. Okay, ja. Finden das toll. Aber hier ist nicht der richtige Ort. Okay. Glücklicherweise kam er also nicht weiter und das finde ich aber positiv, das möchte ich hier wirklich nochmal hervorheben. Er ist sympathisch geblieben und ich glaube, als Kellner macht er auch einen guten Job. Nur singen sollte er im Hotel nicht, dann klappt es auch besser mit seiner Werbung. Ja, hat mich sehr gefreut. Natürlich super Leute. Danke. Danke dir. Vielen Dank. Mach's gut. Okay. Tschüss. Dankeschön, alles Gute euch. Schönen Tag. Danke. Ciao, ciao. Servus. Rechts rum. Und auf Wiedersehen. Tschüss. Und dann würde ich sagen, wir schauen uns mal die nächste Kandidatin an und hoffentlich haben wir jetzt das Glück, dass die ein bisschen besser ist, weil ich muss sagen, ich habe immer noch so einen leichten Tinnitus. Auf jeden Fall hat sie schon mal einen coolen Namen. Hi, ich bin Johanna Esmeralda und ich bin 17 Jahre alt. Warum brauchen wir hier eine Johanna? DSDS braucht eine Johanna, weil jeder eine Johanna braucht. Mein Ziel bei DSDS ist zu gewinnen. Johanna Esmeralda ist aber irgendwie ein geiler Name. Also der klingt auch ein bisschen sperrig, aber ich finde den cool. Und tatsächlich habe ich sogar, bevor sie das gesagt hat gleich, so gedacht, das ist doch ein Name, da muss man eigentlich auf die große Bühne, oder? Also wenn ich groß bin, dann möchte ich nach Hollywood. Halt so ein Celebrity, VIP. Und warum? Warum? Wie warum? Weil ich's will. Wollte ich schon immer. Ich weiß immer gar nicht. Also ich wollte tatsächlich als Kind nie Popstar oder so werden. Also ich glaube, der Traumberuf, den ich als Kind hatte, war Lokführer. So ganz klassisch, aber ich bin ja auch schon ziemlich alt. Und ich bin nach wie vor immer ganz froh, dass ich auf YouTube zwar ein bisschen prominent bin, aber auch nicht so krass, dass ich jetzt jeden Tag auf der Straße erkannt werde und mich alle für Rezo halten. Na gut, aber auf jeden Fall hat die junge Dame auch ihre Familie mitgebracht. Und ihre Mutter sieht auch richtig cool aus. Die kann ich mir auch irgendwie echt gut bei DSDS als Sängerin vorstellen. Sehr, sehr stolz sogar auf Johanna. Weil sie mein Kind ist, so weil sie so süß ist. Charakter, sie hat Talent. Aber sie glaubt mir das nicht, weil ich vielleicht die Mutter bin. Das stimmt nicht. Ja? Nein. Ja, ich bin ihr erster Fan, oder? Ich glaube, alleine könnte ich das gar nicht. Nein, ich meine Papa. Ich brauche Leute, die mir sagen, doch, das wird. Und ja, die habe ich hier. Okay, jetzt muss sie nur noch singen können. Und wie gesagt, das wäre sehr, sehr gut für meine Ohren. Sie hat dann übrigens noch erzählt, dass sie noch zur Schule geht. Ist mit 17 natürlich auch sehr vernünftig. Aber vielleicht gewinnt sie ja bald erst DSDS und dann einen Oscar und dann noch einen Nobelpreis. Dann hat man das Leben auch komplett durchgespielt, oder? Also ich habe Rise Up von Andra Day vorbereitet. Oh, schön. Wow, Rise Up ist so eine schöne Nummer, ne? Ja. Okay. Nur, dass du es weißt. Es gab schon mal eine goldene CD, ich weiß, die Rise Up gesungen hat. Ja. Ist sie Jayla? Jayla. And I rise up, I like the way so rise up. Wenn du so singst, hier ist die CD. Okay, ich gebe mein Bestes. Das wäre krass, oder? Und was soll ich sagen? Mit dem ersten Ton an waren meine Ohren geheilt. Und das definitiv auf eine sehr positive Art und Weise. You're broken down and tired of living life. Und hier muss ich das nochmal wirklich hervorheben. Ich meine, sie ist erst 17, ne? Das bedeutet natürlich auch, dass die Stimme sich noch in eine Richtung ändern kann, die für eine Karriere vielleicht nicht so gut ist. Aber erstmal ist es einfach großartig, weil da auch schon so viel Gefühl drin ist. Und klar, das kann man natürlich auch in jungen Jahren, aber ich finde es auf jeden Fall sehr beeindruckend. And I'll rise up, rise like the day. I'll rise up, I'll rise unafraid. Und da in dieser Staffel ja immer sehr, sehr schnell unterbrochen wird, gerade von Dieter, ist es auch auf jeden Fall ein gutes Zeichen, dass sie fast durchsingen darf. Schön, dann kann ich noch ein bisschen zuhören. Für you.
So, jetzt bin ich gespannt. Also, wir hatten ja in diesem Jahr schon relativ oft Sänger, absolut grausig, Jury aber trotzdem begeistert. Und wir hatten ehrlich gesagt auch schon Fälle von, ja, war ganz okay, aber Jury ganz böse. Wir hatten aber noch keinen Fall von großartig, Jury aber trotzdem entsetzt. Bitte, bitte was Positives. Das war sowas von mega geil. Ja. Man kann ja an einer Sache nichts ändern. Ja, da kannst du so viel üben, wie du willst, am Sound deiner Stimme. Das ist breit, du, die ist fett, die Stimme, die hat Soul, der, das ist ja mega. Dankeschön. Bam, sie hat absolut abgerissen. Nun muss man aber auch sagen, das ist jetzt ja nicht unbedingt die Musik, die Beatrice Egli eigentlich bevorzugt. Wir wissen ja, wenn irgendjemand Schlager singt, ist sie sofort verliebt. Bedeutet das, in diesem Fall ist die Beziehung zu Ende? Oder gibt's sogar eine Heirat? Bam, gute Wahl auf jeden Fall. Und dann gab's noch was, das war mir gar nicht mehr so klar. Stimmt, Pietro hat seine goldene CD ja auch noch und er hätte sie am liebsten auch einfach noch mit drauf geworfen. Hey, hallo, was soll das? Ich war noch nicht dran. Weißt du, wer wartet, verliert. Irgendwie hätte ich das ja sogar cool gefunden, wenn Pietro seine goldene CD auch noch an sie vergeben hätte, weil zum einen haben wir sowieso nicht so schrecklich viele gute Kandidaten und zum anderen hat es das, glaube ich, in der Geschichte von DSDS auch noch nie gegeben. Und wir wissen ja eh nicht, wie lange er noch in der Sendung ist. Naja, gut. Die Kandidatin hatte dann aber ganz kurz auch nochmal die Gelegenheit, selbst auch nochmal was zu sagen. Ich wollte noch was sagen. Und zwar, meine Mutter ist ein großer Fan von deiner Persönlichkeit, Dieter. Ja. Und ihr habt auch am gleichen Tag Geburtstag und sie wird gerne ein Foto mit dir machen. Wo ist sie denn? Mama? Foto. Geh. Foto. Foto. Los. Leute, immer, dass ich zu DSDS gehe, damit du sie treffen kannst. Komm mit, komm her. Ja, wie schön. Mama, richtig fresh heute. Hallo. 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 Hi. Hi. Dieter, bitte. Hey. Und ich finde ja, man kann über Dieter sagen, was man will, aber ich habe auch schon oft gelesen und gehört, der soll privat eigentlich echt ganz okay sein. Klar, ich glaube, wie jeder andere Prominent ist er manchmal auch ein bisschen angepisst, aber er ist durchaus relativ nahbar und Beatrice macht dann sogar noch ein wunderschönes Selfie mit gefühlt einer Kamera von 2013. Beatrice, komm mal! Beatrice, komm! Sie hat so eine tolle Stimme, sie ist ein Strahlekind und genau das, was ich finde, ein Superstar ausmacht. Ich habe mir das total gewünscht, dass ich die Goldene kriege. Und jetzt? Jetzt hast du sie und Hollywood muss erst mal warten. Okay, gut, das war jetzt ja endlich mal eine richtig tolle Kandidatin. Und der nächste Kandidat ist ja dann meistens, nach meiner Logik, ne, ihr wisst, hoch, runter, eher wieder schlecht. Aber auf den ersten Blick, also so vom Optischen her, macht der durchaus ein bisschen Superstar-mäßig was her. Yeah, ich bin schon wieder Goethe. Hi, ich bin Dini Pri. Bin 33 Jahre alt. Wohne in Binbüttel und komme ursprünglich aus Nigeria. Das sind mal locker 5000 Kilometer Luftlinie. Ich bin in Nigeria geboren und aufgewachsen. Ich bin mit 15 nach Deutschland gezogen, 2005, 5. Oktober. Und ja, heißt, ich lebe jetzt seit 18 Jahren in Deutschland. Echt viel um den Oktober herum, ne? Ich sag's ja nochmal, ich hatte ja am 7. Oktober Geburtstag und bin jetzt übrigens 42 geworden. Also quasi bin ich jetzt die Antwort auf alles. Okay, aber kommen wir lieber wieder zurück zum Kandidaten. Warum geht man eigentlich aus Nigeria weg? Also da ist das Wetter besser und die Leute, glaube ich, cooler. Ist da nicht fast alles cooler oder was ist besser in Deutschland? Was in Deutschland cooler als in Nigeria? Bürokratie. Und das ist das Coolste. Also ich habe heute 3 Lieder dabei. 2 davon sind von unserem nigerianischen Held. Und er heißt Burna Boy. Burna Boy ist einfach der Hammer. Der bringt Nigeria einfach im Vordergrund und Afrobeats im Vordergrund. Und der ist auch
aus demselben Stadt wie ich, Port Harcourt, in Nigeria aufgewachsen. Und einfach zu sehen, dass er das so weit gebracht hat, gibt mir natürlich, ist für mich eine Inspiration. Ja, also bisher klingt das doch alles auf jeden Fall gut und ich glaube, er hat recht. Wobei man sagen muss, ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel die Berliner Bürokratie schlechter ist als die in Nigeria. Das dauert doch dann Wochen, oder? Nee, Monate, vielleicht sogar Jahre. Aber okay, wo siehst du dich denn am Ende? Meinst du, du gewinnst das Ding? Wie ich mich einschätze, ich finde, dass ich ziemlich gut singen kann. Ich habe eine schöne Stimme, finde ich. Und, aber wie wir wissen, ist es halt Geschmackssache in der Branche. Und ich kann niemanden zwingen, meine Stimme zu mögen. Nibiri hat dann übrigens auch noch einen kleinen Vorteil. Er kennt nämlich eine Jurorin schon sehr gut und sehr nah. Nur kann die sich blöderweise gar nicht mehr daran erinnern. Ich habe eigentlich schon mal für Miss Loredana getanzt. Echt? Ja, ja. Bei der Fashion Week. Ah, krass. Ja, in Berlin. Ja. Krass. Und für Burna Boy habe ich schon getanzt. Krass. Helene Fischer und ja. Okay, tanzen kann er auf jeden Fall schon mal. Merkt man auch gleich, er hat coole Bewegungen. Jetzt sollte er nur noch singen können. Hat sich auch nicht den einfachsten Song ausgesucht, aber einen, der gute Laune macht. Yeah. Jawohl. Ja, ich bin schon weg. Ich bin schon dabei. Oh Gott, es wird mir heiß. Und das meinte ich vorhin, als ich gesagt habe, irgendwie macht der optisch so ein bisschen Superstar-mäßig was her. Ich meinte jetzt nämlich nicht, dass er irgendwie hübsch ist oder seine Klamotten cool oder so. Aber er hat so eine Aura, er hat so eine Präsenz und ja, der reißt einen direkt mit. Also mich auch ein bisschen, ich habe aber immer noch Bauchschmerzen, deswegen werde ich jetzt nicht tanzen. Ist blind, sie um. Oder NSIOA. Ka, Sobo, Bimi, Trabaye. Und für mich ist das jetzt nicht die krasseste Stimme der Welt oder so. Das gibt der Song aber vielleicht auch gar nicht her. Aber es macht halt einfach gute Laune und lädt zum Tanzen ein. Loredana ist auf jeden Fall schon mal sehr begeistert. Während die Leute hinten im Publikum übrigens wieder mal alle nur dumm ihre Handys hinhalten. Ich hasse das auch heutzutage auf Konzerten. Ich weiß nicht. Leute, seid doch mal ganz kurz wenigstens im Moment. Eure scheiß Instagram-Reels mit 5 Views will eh kein Mensch sehen. I don't want nobody to give my mind a kill it. For this life I did, I want to be celebrated. Don't wanna waste my days, I want to spend them on enjoyment. Was dann auch auf jeden Fall beeindruckend sind seine Tanzmoves. Ich weiß gar nicht, ob ich sowas überhaupt schon mal gesehen habe. Das ist irgendwie so eine Mischung aus dem, wie ich mir vorstelle, wie man in Nigeria tanzt, gemischt mit so komischem irischem Step oder so. Dr. Dancing. Display to you. Oh, Diana, see you. Yay! Also ich finde es auf jeden Fall sehr cool und ich glaube, wir wissen schon, Loredana fand das richtig gut. Aber meint sie damit nur das Tanzen oder auch den Rest? Eine sehr schwere Nummer. Mhm. Man denkt immer, es ist so leicht, wenn ich selber auf Play drücke und dann anfange mitzusingen, ist Katastrophe. Performancemäßig on top und ich bin mega glücklich, dass du da bist. Ja, und ich glaube, sie hat recht. Ich glaube, das ist so ein Song, der vom Timing her super schwer ist. Es ist nur die Frage, wie gefällt das jetzt Dieter? Weil ich glaube, das ist so ein Kandidat, den er eigentlich mögen sollte. Aber ich habe es ja schon mal gesagt, es gibt so viele negative Überraschungen in diesem Jahr. Du hast geilen Style, du tanzt am besten bisher von allen mit 300 Kilometer Abstand. Du performst toll. Klasse, wirklich. Ganz toll. Dankeschön. Bam. Sehr gut. Okay, eine Kandidatin habe ich aber heute noch für euch und die ist eine besondere in vielerlei Hinsicht. Und auch die war schon mal bei DSDS und hat damals für einen Skandal gesorgt. Also ich bin Carina. Ich bin 31. Ich komme gebürtig aus Hamburg. Aktuell wohne ich und arbeite ich in Kiel und ich bin selbstständig. Yay, Carina, an die erinnere ich mich tatsächlich noch und du vielleicht auch. Und wenn nicht, ist auch kein Problem, denn sie erzählt uns nochmal, was damals so passiert ist. Ich war 2020 in der 17. Staffel von DSDS mal dabei. Hey Leute, was geht, Mann? Hab für Pietro Lombardi einen Lapdance gemacht. Ich habe 4-mal Nein bekommen, leider. Viel Spaß noch. Ja, ich erinnere mich wirklich. 4-mal Nein und ein paar Bilder, die man eigentlich kaum im Fernsehen zeigen durfte. Damals habe ich ja noch kein YouTube gemacht. War wahrscheinlich auch besser so, denn wenn ich das gezeigt hätte, wäre ich wahrscheinlich direkt gesperrt worden. Ich bin gespannt, was sie heute vorhat. Und ich hoffe, dass es nichts mit Dingen zwischen ihren beiden zu tun hat. Bitte. Boah, Alter, geil, ey. Stell dich erstmal vor. Hallo. Hallo. Hey. Schön, euch zu sehen. Ebenso. Wie heißt du? Woher kommst du?
Ich bin Carina, ich komme gebürtig aus Hamburg. Im Moment wohne ich in Kiel. Was machst du da so? Ich bin seit 10 Jahren hauptberuflich in der Erotikbranche tätig. In der wo? Erotikbranche. Erotikbranche, okay, das ist ja heute ein dehnbarer Begriff. Manche Leute machen das im Homeoffice, das nennt man dann Onlyfans. Andere müssen noch zum Kunden nach Hause. Wie sieht's denn bei dir aus? Und mir fällt übrigens auf, Kiel ist ja wirklich um die Ecke, aber nee, ich glaube, ich möchte Carina nicht besuchen. Ich habe mal Stripperin angefangen und jetzt bin ich Sexarbeiterin. Sexarbeiterin? Ja. Was heißt das so konkret? Das ist das neue Wort für Prostituierte. Wir nennen das so, weil wir das abgrenzen wollen von Zwangsprostitution und einfach darauf die Betonung legen wollen, dass es Arbeit ist. Deswegen nennen wir das Sexarbeit. Okay, das ist aber nicht alles, was sie gemacht hat. Sie hat sich da wirklich sehr das ist ja das falsche Wort, weil sie hat da sehr viel durchgetestet. Aber das muss ich an dieser Stelle auch mal sagen, ich finde es cool, dass so offen darüber geredet wird, weil letztlich sagt man nicht umsonst, das ist das älteste Gewerbe der Welt. Und gerade wenn das ohne Zwang und alle möglichen anderen Sachen abläuft, dann sehe ich persönlich daran jetzt immer nichts Schlimmes, wenn es ihre freie Entscheidung ist. Ich habe mal angefangen als Stripperin bzw. als Gogo-Tänzerin und dann hat sich das mal ergeben, dass ich in einem Stripclub gearbeitet habe, wo man die Option hat, mal mehr zu machen, wenn einem jemand sympathisch ist. Und dann kam eben Escort dazu, dass ich dann auch gerne mich auf Dates einladen lassen habe und dann schön ins Hotel und sowas. Und dann habe ich mich irgendwann bewusst dazu entschieden, dass ich hauptberuflich jetzt mehr Richtung Sexarbeit machen möchte als das Striptease in den Nachtclubs. Und das klingt jetzt vielleicht komisch, aber für mich ist das auch deswegen sehr unterschätzter Beruf, weil da, glaube ich, ganz viel dazugehört. Also neben dem Körperlichen natürlich auch noch was Psychisches. Man muss sehr auf sich selber achten und man braucht natürlich auch ein bestimmtes Selbstbewusstsein. Und Carina kommt mir echt krass viel erwachsener vor als damals bei ihrem letzten Auftritt. Ich war auch nicht von Anfang an da so selbstbewusst mit. Irgendwann bin ich da so reingewachsen, dass ich einfach gesagt habe, das ist einfach mein Leben, es ist mein Beruf. Man muss damit klarkommen, dass manche Leute damit nicht so gut klarkommen. Das sind dann halt auch nicht die Menschen, mit denen ich mich umgeben möchte. Man muss selber mit sich zufrieden sein und mit dem, was man tut. Und dann kann einem das egal sein, was andere sagen. So. Okay, jetzt muss sie nur noch singen können. Und ich sag's mal so, damals konnte sie das nicht so wirklich. Diesmal singt sie was von Shirin David. Ich würde mich über eine gute Überraschung freuen. Alles, was ich sage, geht viral grad. Zu Rapper mit Rückenflexern, ja, ich darf das. Und wochenlang kein Post von meinem iPhone. Damit deine Story direkt in den Zeitungen. Oh, möchte ich auf deinem Album sein? Du fragst zweimal, ich sag dreimal nein. Okay, und ich find's tatsächlich gar nicht so scheiße. Also es haut mich jetzt wirklich nicht vom Hocker. Ich finde ihre Stimme auch nicht so, weiß ich, wie ich das nennen soll. Nicht so Superstar-like, aber ich hätte mir ehrlich gesagt was wesentlich Schlimmeres vorgestellt. No way, fuck shaming. Stelle keine Frauen in Schatten, damit ich schein. Ugly Bitches machen pretty Bitches gerne klein, aber real bad Bitches lieben bad Bitches, weil ich kann das. Interessanterweise durfte sie dann sogar durchsingen und wir haben ja eben auch schon gesehen, sogar Dieter wirkte zumindest nicht abgestoßen. Was ist denn heute in dieser Folge los? Was ist denn los hier heute? Keiner sagt mir, was ich darf. Bad Bitch gibt kein Fuck. Baby, ich bin interessant. Okay, und beim Rappen geht's ja sehr, sehr viel um Timing. Und wenn wir dann Expertin haben, dann ist es Loredana. Also bitte dein Urteil. Du hast eigentlich jeden Satz on point gerappt. Du bist nicht einmal aus dem Text raus. Ich würde trotzdem sagen, schau, dass du deinen eigenen Stil findest. Weil Shirin gibt's halt nur einmal. Und es nimmt mich Wunder, wie du weiter rappst, wenn du andere Songs bekommst. Okay, und damals gab es ja 4-9, jetzt gab es schon ein halbes Jahr, sie ist auf jeden Fall schon mal besser. Und Pietro macht es direkt noch mal besser. Ich finde auch, du hast es richtig, richtig gut gemacht. Ich mag auch dieses Quietschen in deinem Rap irgendwie, das ist irgendwie besonders. Also, ich habe nichts auszusetzen. Dankeschön. Von mir ist ein Ja. Krass, sie konnte es, glaube ich, selber nicht so wirklich glauben. Ich glaube, sie war eigentlich irgendwie nur da, weil sie sich nochmal ganz gerne selber ein bisschen zeigen wollte. Aber wäre natürlich trotzdem interessant, wenn sie jetzt weiterkommt. Am Ende hängt es aber wie so oft natürlich an Dieter. Und der hat ja damals sogar das Studio verlassen wegen ihr. Kommt auch nicht so oft vor. Boah, ey, sag mal, wie kannst du dir diesen ganzen Text merken, du? Meine Bewunderung. Ich fand das wirklich gar nicht so schlecht. Du bist interessante Person, hast dir wahnsinnige Mühe gegeben mit deinem Outfit. Dankeschön. Ich schätze mal, die Haare hast du bestimmt 5 Stunden dran gesessen oder ja, wie lange, ja? 4 Stunden, ja. Bist bisher so die, von der Optik her, die auffälligste. Du hast dich ja richtig ernsthaft vorbereitet. Ja. Ja. Und deshalb also von mir ein ganz klares Ja. Dankeschön. Bam, wir erinnern uns, damals hatte sie 4-mal Nein. Ja, das hat sie einfach mal komplett umgedreht. Ich glaube jetzt persönlich nicht, dass sie der neue Superstar wird. Aber sie ist auch jemand, wo ich sagen würde, ja, die kann im Recall durchaus vielleicht noch mal ein bisschen interessant werden. Überrascht bist du, hä? Von mir gibt's ein Ja. Oh! Oh, Dana? Ja. Auch, ne? Was? Pietro? Ja. Ist im Recall. Danke, danke.
Ich hatte letztes Mal 4-mal Nein und jetzt habe ich einfach, waren das 4 Ja? Ich habe 4 Ja? Von 4 Nein auf 4 Ja! Also mein Gott! Okay, damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge. Ich bin sehr gespannt auf eure Pietro-Kommentare und es gibt natürlich gleich nochmal einen kurzen Ausblick in die nächste. Denn da, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, es wird halt wieder sehr besonders. Jetzt geht's los! Ich habe noch nie einen gehört hier, der das besser gesungen hat als du. You're my heart, you're my soul. That's the only way I really know. Du hast mich mega enttäuscht. Ich mag deine Stimme einfach nicht. Mit singen wird das nichts. Was? Wenn du das nicht verpassen willst und natürlich auch nicht die Entwicklung um Pietro, dann, ich habe schon gesagt, würde ich mich zum einen über ein Abo freuen und zum anderen über einen Daumen nach oben. Das ist immer sehr, sehr wichtig für mich. Vielen Dank und ich weiß auch nicht, warum ich plötzlich so komisch spreche. Gut, dann dürft ihr jetzt vielleicht auch nochmal gute Besserung schreiben und ich verschwinde jetzt auf dem Klo. Deswegen gibt es auch keine Drohung, sondern ganz kurz nochmal ein Kompliment. Danke, dass ihr für mich da seid.